Heyo Freunde und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, auf der letzten Folge mit Max von Konditorei Leiterinsel. Moin. Da wir beide gerade recht ein bisschen K.O. sind und glaube ich eh nur ein bisschen entspannt reden wollen, hat man beim letzten Part vielleicht gesehen. Das war nicht so, weil wir das Video strecken mussten, nein, dass es nicht aufspielt, fällt wegen Spoiler. Also ich hoffe, es hat die Leute jetzt nicht so sehr aufgeregt. Weil es ja wirklich nur dazu gedient, dass es für euch nicht, dass ihr vorskippen könnt und sagen, ja okay, der hat gewonnen. Sondern dass es so aussieht, vielleicht, ja. Ja, so ein 5 Minuten Video hätte es halt schon verraten, wa? Ja, richtig. Aber wer mit meinen Zusatz-Top 4 ist. Ja, da lasse ich jetzt ein bisschen dumme Lieder laufen im Hintergrund. Ich lasse diesmal nicht die Top 4-Theme laufen, sondern... Bullshit. Aber ja, ich glaube, so Kontext zu dem Zeitpunkt waren wir, glaube ich, 5-6 Stunden am Spielen konstant. Richtig. Und wenn man 5-6 Stunden konstant am Spielen ist, ist irgendwann einfach so komplett die Konzentration flöten gegangen. Ja, ich glaube, ich will euch das Gefühl geben, was wir da hatten. Ja, da war auch die Anspannung weg. Wir waren mit mehreren Leuten im Discord, haben noch die letzten beiden Kämpfe eben schnell gemacht. Richtig. Und haben auch. Also ich glaube, dass das die beiden schlechtesten Kämpfe sind, aber die waren auf jeden Fall lustig. Die waren trotzdem lustig. Wir können... Ja. Okay, zuerst... Fangen wir mal an! Ja. Interessant auf jeden Fall. Also ich finde, Flug ist ein mega starker Typ für sowas. Mhm. Ich finde, Flug ist so versatile. Ich finde es auch gut, dass du das als Zusatzarena gemacht hast, weil Flug fast schon zu stark ist. Weil gefühlt... Flug hat jedes Typing als Second Type. Mhm. Was es gibt, ich meine, es gibt fucking Flugboden. Die Schelle Gottes! Ich habe das jetzt umbenannt. Wegen Kampf Lilith. Genau. Da war dann, wurde dann ganz, wurde alles umbenannt. Ich glaube, bei den beiden. Ich war Heatwave, ich Retard. Ah, stimmt, den Fairfall. Ich bin kein Retard, ich bin ein guter Spieler. Oh shit. Fucking Schelle Gottes. Der Schaden tut weh. Ich glaube, da haben wir auch einfach so mega High-Risk derzeit gespielt. Genau. Das war halt auch so ein dummer Play eigentlich, aber der hat voll funktioniert. Warte mal. Warte, hat Himmelblau Copyright? Keine Ahnung, nö, bestimmt nicht. Ich hoffe nicht. Sonst habe ich jetzt ein Problem, weil es läuft gerade echt im Hintergrund. Und da erst gleich einfach. Was ein Witz. Nicht bei Hurricane spiele, was ein Scrub. Ey, ohne Witz, ne? So viele 70% Chancen, wie du gemisst hast, darfst du dich nicht beschweren über Leute, die keine 70% Chancen spielen. Aber du kannst trotzdem missen. Für 90%, ja, das kann auch missen. Ja, ne? Schon geil. Ja, ist richtig, aber ich kann auch, war das Flinch? Ja, ne? Ich verwechsel immer Air Slash und, es gibt zwei ähnliche Flugattacken. Ja. Die eine kann flinchen, die andere hat eine hohe Crit-Chance. True. Und ich verwechsel die gerade. Windcutter hieß sie, glaube ich. Der Aircutter, genau. Da erzähl ich nicht rum. Ja, jetzt kommt erstmal der Dragon, dann ist erstmal EQ. Richtig krasser Schaden, denn. Bei einem Nicht-Fist-Death-Ferrothorn. Fucking Ferrothorn. Ich hab's in dieser Challenge hassen gelernt, dann hab ich es. Irgendwie mag ich es trotzdem. Ferrothorn ist halt immer lustig, wenn es. Der liegt mit einem KP! Was? Ja, okay. Wieder Outplay. Geht gut. Burn! Nein. Diese scheiß Flame-Party, ne? Der hat einfach nie. Die letzte Challenge hat der nicht einmal getriggert. Ja, du bist halt schlecht, ne? Agility, let's go. Jetzt geh ich durch hier. Jetzt rasiere ich. Richtig krass. Glaub mir. Ja, ich hab. Nehmen wir mal etwas Like and Rock, ne? Du hast einfach der Agility. Funny ist, der Name von diesem Corviknight hat tatsächlich mit dem nächsten Lied zu tun, was danach kommt. Können wir mal du. Wie krass Volvorok bitte, das hätte da einfach über 50% gemacht mit der Stone Edge. Das ist so krass, Volvorok. Ey. Ich liebe Volvorok. Volvorok ist cool. Yes. Also in der Zwielichtform, die anderen beiden sind nicht. Erstmal ein Video liken. Wunderschön. Ja.
Das ist halt, du merkst, dass die Qualität von dem Kampf geht so ist. Ich bin halt beide einfach so komplett random. Und ich bleib da. Darum sind, ja, ich glaube, diejenigen, die es eher serious haben wollen, ist empfohlen, nicht dieses Video anzuschauen, weil es wirklich nur noch die Zusatzarenen. Stone Edge? Oh, ich drück sogar Stone Edge. Das ist, Und den miss ich jetzt. Den miss ich jetzt? Nein. Nee. Nee, du bist. 70% sind es nicht, 80% Chancen, die sind es. Trotzdem, scheiße. Ich glaube, ich habe jedes Pokémon gemisst in der ganzen Challenge. Das ist schon krass. Ja, der Burn kommt nicht. Ja, Überraschung bei einem getoxigten Pokémon. Aber das ist trotzdem Burn schon. Ja, Burn kam nicht. Der Donnerblitz kommt rein. Habe ich Dark Pulse auf dem Teil überhaupt? Müsste ich haben. Oh, Psychic einfach richtig gefickt hier. Und jetzt kommt hier. Ich glaube, eine von den Zusatzarenen habe ich verloren, oder? Ich weiß es gar nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht hast du keine verloren oder du hast keine verloren. Wer weiß. Ich weiß es nicht mehr. Es ist schon ein bisschen her. Weiß ich, ob du verloren hast oder gar nicht. Ich weiß es halt echt nicht mehr. Das ist halt die Sache. Besteht auch eine ganz gute Chance, dass ich mich falsch erinnere. Ja, kann gleich sein. Vielleicht hast du eine verloren, aber das ist, macht eh keinen Unterschied, ob du jetzt gewinnst oder verlierst. Das ist eh nur fürs Ego. Fireblast, Mr. Dragon, Noob, get fucked. Und wieder kein Burn, was ein Noob, ey. Was für ein Squad, nicht mal Burn kannst du nicht. Halt doch einfach Kacke. Ja, sorry. Ja, oh, der Donnerblitz killt einfach. Also, wollte aber ich. Mach doch einen geilen Burn. Wieso gehst du das? Ach stimmt, du bist schneller. Schneller! Ich dachte, ich hätte Agility raus. Warum gönnst du mir noch einen Kill? Nein, das ist gereckt. Na gut, zum Kampf will ich jetzt nicht mehr so viel sagen, gehen wir direkt zum nächsten. Aber trotzdem, also Witz ist einfach, jetzt habe ich ja wieder die Serious-Musik drin, die immer im Hintergrund läuft, wenn kein Kampf läuft. Und jetzt kommt hier die Zusatz-Normal-Arena. Ich muss sagen, ich fand es trotzdem schön, dass da in den Zusatz-Top 4 nochmal Swallow als auch Wolverock zeigen konnten, warum sie in meinem Team sind. Ja, das ist auch verständlich. Also gerade Wolverock hat extremst viel Work gemacht. Über die komplette Challenge hat Wolverock echt viel gemacht. Und Swallow auch. Und by the way, dieses Video ist gesponsert von Yu-Gi-Oh!s. Ich habe den Witz nochmal gebracht, der war schlecht. Okay. Das war nicht mal mein Witz, das war der Witz von Galva damals, 1988. Und ich fand ihn auch nicht, ich hab ihn noch nicht verstanden. Ah, muss ihn noch nicht verstehen. Ich dachte, da kam noch was nach Yu-Gi-Oh!s. Achso. Alles gut. Na dann, gehen wir in den nächsten Kampf rein. Ja, normal ist. Komisch. Richtig. Normal ist halt sonst super weird. Ist super weird für sowas. Metal Timer. Also ich hab Timer angemacht, weil ich ein dummer Pisser war. Einfach nur aus Prinzip erstmal Close Combat gedrückt und Metal Timer now off und on. Hast du den Timer angemacht? Metal Timer ist noch off. Oha. Ja. Da ist er wieder an. Ja, eventuell merkt man, dass wir da nicht mehr so voll bei der Sache waren. Ja. Alter, ich bring das einfach um, richtig gefickt, ey. Was wieder off. Nein, ich lebe noch. Easy peasy. Staraft war der Beste. Oh. Hi. Und Wolverock. Also Wolverock ist einfach anders. Aber ich find's auch cool, dass ich auch einen Wolverock jetzt habe. Ja, aber ich habe eine Antwort für das Team. Richtiger Spielverderber, ja komm. Ein Bock hier. Ich glaube, da wäre Knock auf mein Play gewesen. Kann sein, ja. Aber, ich meine, zu serious. Muss man da auch nicht werden. Ja, das war. Weiß ich nicht, was ich da gemacht habe. Was ist da passiert? Aber warum drückst du den Energy Ball auf einem Skorgro? Skorgro? Ja, aber es wird ja neutral getroffen. Macht dich die Normalattacke 10-mal mehr? Weil du dann Step drauf kriegst? Nee, ich war zu cool und hab Greninja predicted.
Ja, aber dann ist die normale Attacke auch der bessere Play. Nein, nein. Ich wollte Energy Ball drücken, weil ich cool bin. Normal ist immer der Play in der Situation. I don't care. Ich wollte dich killen, ich wollte dich tot sehen, okay? Ich habe gut gesehen, was das Kuiper Voice. Mm, 69 no. Damage. Mm. Normal wäre der Play gewesen. Oh, 69 Damage, das war. Mm, das hat mich gerade ein bisschen befriedigt, wenn ich ehrlich bin. Aber ich bin auch nicht mehr ganz bei der Sache, scheiße. Ich glaube, es ist echt empfohlen, wenn die Leute es wirklich serious nehmen, dieses Video nicht zu schauen, weil das ist gerade einfach nur richtig random. Oh, schau dir diesen Schlachtbau an. Ich glaube, jetzt haben wir einen 50-50 und den verliere ich, glaube ich. Und das entscheidet das Match, wer den 50-50 gewinnt, ja. Also, wer den 50-50 gewinnt. Speed-Tal. Ja, aber es ist ja. Ich glaube, uns war es beiden egal, wie es ausgeht. Wenn ich jetzt wirklich serious gespielt hätte, wäre ich jetzt wahrscheinlich auf Ditto gegangen. Und hätte dann nach. Ja, gut. Ja, Toss komplett. Und da. Das sieht nicht gut für dich aus. Und ich glaube, das troll nicht mal. Mann, ich dachte, ich würde jetzt auf Dings reingehen. Oh mein Gott, ich hätte dich mit Wolverock killen können. Ich hätte dich aber mit Wolverock killen können. Mann, wieso habe ich die Opportunity gemisst? Egal, ich gehe auf Save of Return, gehe nicht auf mein Triple Axel und... Ja, das ist... Game. Aber meint, ich troll noch rum. Ja, aber bist du Scarf? Nee, du warst nicht Scarf, oder? Doch, ich bin Scarf. Scarf, Axel, Rock, let's go! Nein, du bist nicht Scarf, dann wärst du vor mir dran. Doch, wir haben beide Priot. Ja, wenn wir beide. Herbert. Ich war doch eher. Ich bin Scarf. Ja, aber ich war. Safe? Hä, hab ich nicht vor dir gegriffen? Nein, ich war vor dir. Ach nee, das war okay. Okay. Ich hab angegriffen, den Turm, wo du reingewechselt hast, okay. Okay, wir sind beide echt nicht mehr ganz bei der Sache. Ach du Scheiße. Nee, ich war gerade nur verwirrt, weil ich einmal, weil ich zweimal Excel Rock gedrückt habe auf dich und du nur einmal auf mich. Ich habe vergessen, dass du gewechselt hattest. Okay, nochmal für die Zuschauer, es tut mir leid, dass dieser Part so random war. Aber ich wollte euch nur mal kurz zeigen, wie wir beide gefühlt drauf waren, als wir diese beiden Kämpfe gemacht haben. Ich hoffe, dass das jetzt, ja, nicht so offensiv sieht. Und Max, dir vielen, vielen Dank fürs Kommentieren. Kann ich irgendwas von dir verlinken oder so? Dein YouTube, was weiß ich? Nicht aktiv auf YouTube. Oder irgendwas verlinken, wo du aktiv bist. Auch auf Twitch nicht aktiv. Ja gut, dann kein sag ich einfach keinen Link, lol. Genau. Also ein paar kennen mich wahrscheinlich so aus Liegen oder so. Ah, okay. Aber nichts zu verlinken da. Kannst Kai verlinken, der hat's nötig. Ich glaube, den habe ich nicht mal verlinkt, weil er nicht mit mir kommentiert, lol. Oh. Ich könnte ihn bei dem letzten Part verlinken und da sagen, über den wird gelästert. Wenn ich dran denke. Ja, ist okay, das kann Kai ab. Okay. Kai kennt das nicht anders. Aber ja, ich glaube, das war ein gutes Schlusslicht. Vielleicht, weil es wird noch was kommen. Eine kleine Überraschung. Ja, ich werde es so planen, dass ich das als letztes hochlade, alles okay. Also, nicht als letztes, sondern schaltet morgen wieder ein, wenn eine Überraschung passiert. Jo. Und dir vielen, vielen Dank fürs Kommentieren. Es hat sehr viel Spaß gemacht und... Jo, gerne. Ich bin durch. Vielen Dank. Und euch einen schönen Abend, morgen, was auch immer, wann auch immer das anschaut. Bis dann und ciao. Tschüss.